Hallo Freunde der Spikotour und willkommen zurück in Bob. Bei SimCity. Ich dachte, ich schalte mal eben schnell rein, weil die Stadt sich gerade selbst abschafft. Mit Hilfe von dem Monster. Von der Eidechse. Und allem anderen Verbrechen, was halt. Das Problem, denke ich, ist auch hier in der Region, dass das die Region ist, wo ich meine 1,38 Millionen Stadt habe. Da hinten. Und ich glaube, wir sind straßentechnisch sind alle Regionen hier verbunden. Alle Städte. Und ja, ist es auch. Die kommen dann nämlich über die Mitte. Na, was war's? Ah ne, stimmt gar nicht. Hier sind meine ganzen 400.000, 500.000 Städte drin gewesen. Oder New Try, hier 500.000, der direkte Nachbar. Und man denkt nur, obwohl ich gerade auch nicht so genau weiß, warum denn das Müllmonster gekommen ist, denn immerhin habe ich grundlegend alles, habe ich alles, also weiß nicht. Ich hätte lieber hier die billigen Arbeiter stehen lassen sollen und dann drüben die besseren setzen. Jetzt ist es halt so. Verdammt. Ich dachte, das passt genau. Ja, dann reißen wir die Seite wieder ein. Ja, komm, Monster, fress dein bisschen Kram da. Und gut ist das. Ja, ist schlecht, dass die natürlich gegen die Fabrik hier ankämpfen müssen immer. So, da stand vorhin der andere Park. Jetzt haben wir nur ein verlassenes Gebäude irgendwo. Zu viel Verbrecher. Was vollkommen okay ist. Verbrechen ist keine Schande. Didit, didit, didit. So. Dann können wir den Müll hier auch noch lagern. Und gut ist. Warum die nicht in einen höheren Grundstückspreis kommen? Ach, Straßenupgrade? Ach so, nee, ist klar. Das ist an der Stelle klar. Na gut, aber nur weil ihr hier vorne mittlere Dichte seid. Beziehungsweise sein solltet. Seid ihr nämlich auch nicht überall. Obwohl ihr im mittleren EK-Bereich steht. Mal gucken, wie ich die abreiße, ob die dann was bauen mit einer, ja, mit dem höheren Grundstückspreis. Machen die dann nur. Vorher sind die einfach dagegen. Übrigens, Polizei lasse ich gerade hier nur mit einer Gefängniszelle, weil da natürlich die Problematik hinter ist, ich will ja das Archiv mit auch haben, wenigstens das will ich hier holen. Drehtür. Lass dir an einem Tag 25 Verbrecher wegen Überfüllung aus der Gefängniszelle frei. Das werde ich ja wohl noch hinkriegen in der Stadt. So. Keine Panik, ich weiß, was ich tue. Manchmal. Wie heißen die? Ich hab
habe erst Mongos gelesen. Eigentumswohnung Stefan. Ich denke, da wohnt mehr als nur Stefan. Aber es ist ja auch so, das ist ja alles immer hier Veräppelung. Freies Unternehmen, wir stellen ein. Schöne Geschichte. So, dann erhöhen wir die Dichte hier hinten auch noch. Dann gucken wir mal, warum sind denn... Hat keinen Job bekommen mit einem ordentlichen Einkommen. Hat keine Stelle als Manager gefunden. Jobs gesamt? Ja. An sich Maximum. Sollte noch genug da sein für... meine Mittelständler hier. Und sterben die Mitarbeiter weg. Gut, noch einer muss gefangen werden und freigelassen. Ja, das war es, der 25. Und da ist es. Das ist das Archiv, mit was ich gejagt habe. Jetzt können wir auch das Gefängnis erweitern. Wenn ich genug Zimillion habe. Was mich ein bisschen wundert, ist nicht, dass es kein Archiv mehr gibt für... Ach, wie heißt das? Bam, 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 bam. Für Räuber und schieß mich tot. Da frage ich mich echt, warum das nicht eingeführt wurde, beziehungsweise nicht existiert. So, neben der Müllkippe. Ich habe eh zu wenig Zimillion noch. Aber darum kümmern wir uns auch mal eben. Tut mir leid, Leute, ich schwäche im Moment wirklich so ein bisschen. Deshalb kippe ich mir auch gerade Trinken ein, weil es einfach affenheiß. Es ist unglaublich, wie der Sommer plötzlich kommt. Jetzt ist er ja bald wieder weg. Aber er schlägt einen dann immer. Erstmal. Und dann muss man halt gucken. Ich glaube, ich mache jetzt wirklich erstmal die Durchfahrtsstraße. Toll, bis dahin komme ich. Ah ne, zu große Nähe zur Kreuzung. So. Tunnel gebaut, jetzt können die da auch alle, die auf Durchreise sind, können direkt hier durchfahren. Hoffentlich. Naja, es fahren ein paar da durch, aber ich glaube im Tunnel selbst ist dann keiner. Ist zufrieden, auf den Weg nach Hause. Können wir nicht einfach noch einen draufsetzen? Aber ich baue lieber nachher eine andere Polizei. Wir wollen Abnehmer. Hilf uns, sterben die Mitarbeiter weg. Also auch noch Krankenhaus wollt ihr haben. Ja, dann zahlen wir mal die ganzen Kredite zurück. Da. Dann haben wir nämlich auch Platz, das Krankenhaus aufzubauen. So. Dann stellen wir nicht mehr so viele Mitarbeiter weg. Dazu kommt noch, dass wir eine zweite Feuerwehr brauchen. Am besten agieren von der Seite. Und wir setzen mal die Bimmelglocken da drauf, dass dann die Einsatzzeit verkürzt wird. Ach, wie das hier schon aussieht, ey.
Wäre schön, wenn man vom, wenn man das Auto anklickt, sehen kann, wohin die gerade fahren. Ja, den können wir auch mal eben aufbauen. So, das dazu. Der sieht verlassen aus. Der da oben auch. Dann haben wir noch ein bisschen... Warum kann ich den eigentlich nicht nach ganz oben setzen? Ach so, weil ich da die Parks hingestellt habe, ne? Hm. Planieren wir den mal weg. Okay, der Grundstückspreis fällt. Ist ja auch ein ganz normales Verhalten. Und so stabilisieren wir den in den Ecken. Ja, 2000. Ja, ist keine gute Position für die Polizei. So, da machen wir auch 4. Schön. Oder auch nicht. Ach nein, verdammt. Ja, nicht hier in der Mitte. Weg da. Es hat irgendwas geblunken. War natürlich der hier. Mach schön die Leute glücklich. Ich glaube, ich sollte auf Industrie einfach wieder verzichten. Das sind so viele Jobs, die eh nicht besetzt werden. Und es kostet mich auch nur Geld, was ich an sich für viel bessere Sachen einsetzen kann. Ja, klar, reiß den Teich mit ein. Und die Leute wollen hier alle wegen Jobs dann durchtuckern. Das will ich nämlich alles gar nicht. Na, jetzt sind wir zwar ins Minus gerutscht. Da wir keine Industrie mehr haben, aber... Darum kümmern wir uns auch noch. Erstmal mit vernünftigen Steuersätzen. So, Industriegebiet sagt, uns geht's gut. Glaube ich kaum. Wisst ihr, was ich mal wieder machen sollte? Gedankenblasen einblenden, Sprechblasen. Vielleicht lernt man ja doch noch was von seinen Leuten, die bei einem wohnen. Aber gerade nicht. Ich sehe schon, der absolute Gag ist einfach... Will Simeon ausgeben, will Spaß haben, will alles in die Luft jagen, was hier zu finden ist. Egal. Wo hab ich denn jetzt noch Industrie versteckt? Ich habe kein Industriegebäude mehr. Hier, Industrie, Versand etc. Nix. Trotzdem sagen die hier, wir mögen die neuen Gebäude in der Stadt. Und sind super happy. Ja, da mache ich euch noch happier, indem ich einfach euch die Steuern komplett wegnehme. Weil mehr happy kann man nicht werden.
Hauptsache, Gefängniszellen sind immer noch überfüllt. Vor mir unten. Obwohl ich ja inzwischen hier doch schon ein bisschen, ne, aufgeräumt habe. So, wo ist denn... Da haben wir's. Casino. So. Komischerweise macht das die Leute glücklich hier. Da habe ich noch gar nichts gebaut für mittlere EK. Untere EK, mittlere EK, neue Touristen der unteren Einkommensschicht, neue Touristen der mittleren Einkommensschicht. Ah. Schöne Zimmer. Dann können wir den setzen. Den können wir setzen und dann können wir, also untere EK ist an der Stelle mir total Hupe. Da setzen wir lieber den ganzen mittleren Schmarrn. Oh, jetzt muss ich das Zugangsschild hier vorne hinsetzen. Setzen wir da hin. Ach, Kacke, das war nicht gut. Komm, weg mit dir. Setzen wir dich dahin. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch mal mit dem Zug hier ein paar Leute einschiffen. So, sehr schön. Obwohl auch eigentlich absoluter Schwachsinn. Naja. Krüppelstraße. Trümmer, wo sind Trümmer? Habt ihr gesehen, wie sich der Verkehr hier eigentlich jetzt entspannt hat, dadurch, dass ich einfach nur die Industrie abgebaut habe? Einfach nur erschütternd. Okay, er ist immer noch nicht Bombe, aber er ist da. Trotzdem frage ich mich gerade sehr intensiv, wo denn das letzte Industriegebäude sein soll, was hier irgendwas generiert. Weil wenn man keine Gebäude mehr hat von der Gruppe, dann fällt das eigentlich komplett weg. So, Industriekarte. Ich wünsche, wir hätten eine Straßenbahn. Ja, wünsche ich mir auch. Der Bürgermeister sollte mehr Züge in den Fahrplan aufnehmen. Ist halt auch eine Sache, die man nicht machen kann. Kein einziges Hotel, in dem ich übernachten kann. Dann gehe ich mal wieder nach Hause. Hm. Husten. Toll, dass wir eine Feuerwache haben. Ich wünsche uns eine Straßenbahn. Also ich würde sagen, überwiegend wollen die Leute jetzt eine Straßenbahn haben. So, Touristen ist das auf jeden Fall komplett ausgelastet. Obwohl hier auch Touristen mit mittlerer, also niedriger EK reingehen. Obwohl ich eigentlich ja nichts habe für Touristen mit mittlerer EK. Ich habe ja nur Sachen gebaut, die eher für Touristen... Moment, niedrige EK. Okay. Hm, wie die meinen. Verdienen Sie an einem Tag 52.000 durch Glücksspiel. Zu wenig Platz für Erhöhen der Dichte. Auch Mumpitz. Oder das hier vorne, der an die Ecke bauen kann, ist auch Mumpitz. Habe ich niemals erlaubt. So.
nächstes Upgrade freizuschalten. Stunden 80% Sympathie. Vor allem Kriminalität bereitet uns Sorgen. Ich habe 3 Polizeireviere, die nichts anderes machen, als die ganze Zeit hier rauf und runter zu fahren. Die Straße. Trotzdem, Kriminalität ist, boah, kompliziert. Kriminalität könnte kompliziert werden, wenn ich hier Dr. Wu aufbaue. Okay, jetzt geht's richtig ab. Profit 12.000 am Tag. Warum auch immer jetzt hier so viele sind. Pendler auf jeden Fall, ne? Nun, was soll ich mit einer Straßenbahn? Ich hab gerade sogar vergessen, euch aufnehme schon. Ach ja, so läuft das. Ach verdammt. Wisst ihr, worauf ich Lust hätte, das alles in einer anderen Stadt zu versuchen? Hier läuft es ja wieder grandios, weil einfach, glaube ich, zu viele Leute in der Region schon leben. Ach verdammt, sorry. Ich mache eine neue Region, tut mir leid, ey, aber es ist einfach... Die Region ist einfach für im Eimer. Tut mir es einfach leid, dass ich jetzt den Abbruch mache an der Stelle, aber... So sieht man einfach, wie meine Stadt platt ist. So, jetzt nehmen wir einfach mal wieder ein großes Gebiet. Den Titangrund. Nennen das Little Titan. Privatregion weiter. Und hier können wir dann eine richtig vernünftige Stadt aufbauen. Okay, da gibt's Kohle. Das ist ja auch nicht verkehrt. So. Neues Spiel, neues Glück. Fertig. Arschlecken. Feierabend. So. Dann wollen wir mal... Ja, Kredite können wir noch nicht aufnehmen. Verdammt, gar nicht mehr gewohnt. Na, warum zieht er ihn so krumm da dran? Ach, das sah durch die Perspektive nur so aus. Ja, dann ziehen wir mal hier bis zur hässlichen Mitte. So, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, Kacke.
Nochmal Stopp. Ich würde ja diesmal auch gerne ein paar Zwischenstraßen aufbauen. Und dann fehlen mir da schon die Simillion. Naja. So, den machen wir dann. Dann machen wir den. Industrie brauchen wir nicht. Industrie brauchen eh immer nur die anderen. So. Wann kann ich das Gemeindehaus bauen? Oh, Strom und Wasser sicherstellen. Hahaha. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Ach, deshalb wird es auch mit dem Trick wahrscheinlich funktionieren. Hier, wo man einfach Kohle kriegt. Beziehungsweise die Leute ja nie ausziehen. Und ewiger Wachstum ist, weil solange das erste Rathaus nicht gebaut ist, hat man ja Strom und Wasser noch nicht bereitgestellt. Deshalb gibt es diesen Trigger da wohl drin. Wasser kann ich euch natürlich gleich schon geben. Strom ist jetzt so eine Geschichte. Für Strom müsste ich leider ein bisschen mehr Leute schon in der Town haben. Beziehungsweise ich brauche ein bisschen mehr Kohle. Ich habe Kohle verschwendet. Kohle, Kohle. So, bam, Wasser. Juhu, alle sagen, yeah, ich kann duschen. Keiner stinkt mehr. Läuft. Bam, 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 bam. Naja. Dann sagen wir mal, nächstes Mal geht's weiter hier im Prärieland. Wie gesagt, nochmal sorry, aber ihr habt's gesehen, die Stadt ist einfach zugrunde gegangen an den Nachbarstädten und es war auch jetzt nicht so ein Grundgebiet, wo ich sagen würde, das ist jetzt gut, um das Achievement zu jagen, weil es halt Kacke war. Wirklich, es war einfach scheiße. Also dementsprechend geht's weiter. Nächste Mal hier bei der kleinen City, wo ich gerade mal sehe, so. Was brauche ich denn für den Kohleabbau? Da ist Öl. Unterhalten Sie 7 Industriegebäude. Weil es gibt hier Kohle und ich habe ja auch noch das Kohle-Achievement zu machen. Ah, und die Kohle liegt da. So schön verteilt. Dann können wir es auf jeden Fall mal machen. So, dann sage ich ciao Leute, bis zum nächsten Mal wieder im Prärieland. Also, bis dann.